drei Dinge, die man als Juniorbotschafter oder als Juniorbotschafterin auf jeden Fall mitbringen sollte, ist die Neugier, neue Dinge zu entdecken und natürlich auch die Offenheit, sich auf diese neuen Dinge einzulassen und schlussendlich einfach ein offener, kommunikativer Mensch sein, der gerne im Team arbeitet und somit dann auch coole Projekte realisieren kann. Coole Leute kennenlernt, dass man in Frankreich und Deutschland unterwegs sein kann und dass man immer auf dem aktuellsten Stand des Deutsch-Französischen bleiben kann. Also das erste wäre die Rede an die europäische Jugend, in der wir uns in Ludwigsburg zusammen getroffen haben, um dort zusammen mit 10 Jugendlichen aus Frankreich und aus Deutschland eine Rede an die europäische Jugend zu schreiben, die vorzutragen und so der europäischen Jugend auch ein bisschen eine Stimme zu geben. Das zweite Projekt, was ich super toll fand, war der Klimalauf, der in Straßburg bzw. in Kehl veranstaltet wurde, indem wir mit ganz vielen süßen Grundschülern und anderen Leuten ganz viel Müll aufgesammelt haben und gemeinsam Spiele gespielt haben und so auch noch einen positiven Beitrag für die Umwelt geleistet haben. Und als drittes Projekt finde ich es immer toll, auf Messen zu sein und mit irgendwelchen AbiturientInnen oder auch anderen Leuten, die gerade nicht wissen, was sie zu tun haben, ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen das Französische und das Deutsch-Französische zu promoten und vielleicht Leute dazu zu bringen, ins Ausland zu gehen.